Willkommen in Budapest. Das war jetzt zu viel Willkommen. Im Thermohotel in Budapest findet ein Friedenskongress statt. Die alle führenden Politiker der großen Industrienationen an diesem Kongress teilnehmen, will mit diesem Hotel von Sicherheits... Sicherheitskräften, ja, ihr wisst schon. Allerdings ist keine dieser gestellten Persönlichkeit ihre Zielperson. Der österreichische Terrorist Franz Fuchs, erst Hitler, jetzt noch so ein anderer Terrorist, Franz Fuchs. Was wird das hier? Plant einen Anschlag auf das Hotel. Wenn das Attentat gelingt, hat dies möglicherweise verheerende Auswirkungen auf den Weltfrieden. Daher ist Franz Fuchs ihre Zielperson. Normalerweise wären uns die Staatsmänner egal. Wenn wir das Attentat jedoch verhindern, erhalten wir zukünftig möglicherweise Aufträge einiger dankbarer Regierungschef. Unser Auftraggeber möchte die Bombe gerne haben. Also müssen sie aus diesem Hotel, aus dem Hotel schaffen. Ja, toll. Die Einsatzziele. Neutralisieren Sie Franz Fuchs. Stellen Sie die Bombe sicher und ziehen sich zum Rendezvous-Punkt zurück. Okay, 55.000 Dollar, ey. Puh. Franz Fuchs, das ist der Wichser. Alles klar. Gut, ich habe hier leider immer nie eine Legende. Ich weiß nie, was diese blauen Dinger bedeuten, ey. Erdgeschoss. Erster Stock. Zweiter Stock. Okay. Gut, Klavierseite nehmen wir mit. Die Pistolen nehmen wir wahrscheinlich nicht mit, sonst sind wir wahrscheinlich eh platt. Budapest and the Thermal Bath Hotel. What a classy looking place. And well guarded too. It's time to look sharp and concentrate. Good thing I brought my suit. Da wollen wir mal. Ja, wusste ich doch, ey. Mann, ich spiele das Spiel echt jetzt zum allerersten Mal, ne? Und hab mir schon gedacht, dass so komische Sicherheitsdinger da sind, ey. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Sprechen wir jetzt mal hier mit dem Typen. I made a reservation for 2 days. And what was the name, please? Mr. Tobias Reaper. We have a nice room for you, Mr. Reaper. Could you please stand here? Okay. Heinrich Wolf. Looks like Mr. Wolf is in room 202. If you want me to check your mail, just hand me over your room key, okay? I'll keep that in mind. Was hat der da? Für einen Scheiß. Na egal. So, da ist ein Fahrstuhl. Was ist hier? Pool Area Man. Da gehen wir mal zuerst hin. Tür. Was ist denn hier? Da sitzt ja gar keiner. Oh, die Leute ziehen sich hier um. Alles klar. Kommen wir auch rein? I'm sorry, sir, but you cannot enter in those clothes. Please change in the last booth. Okay, wir sollen uns hinten da lang. Ich dachte, ich hätte irgendwann gehört. Gut, wir gehen mal rein, ziehen uns mal um. Jetzt können wir rein. Zack, zack, zack. Was duschen die denn hier rum? Ne? Was ist hier? Hier ist doch niemand. Was ist hier los? Da sitzt jemand. Können wir es drehen? What? Aber ist doch nicht unser Mann, oder? Oh, süß, hat er einen Tanga an. Ja, da ist der Platz. Wer war das überhaupt? War das dieser Franz Fuchs? Schlüssel, Röntgen aufheben. Was auch immer das ist. Die Tür schließen wir mal. Und jetzt die Typen hier. Wer sind die? Schwimmen nicht mehr. Warte mal. Kurz schwimmen hier. Kurz abgeduscht und sind dann. Ah, das haben sich schon angezogen. Hey, was haben die denn hier so kurz gemacht? Hey, guck mir nicht hin. So, Kleidung. Klavierseite haben wir immer noch mit. Okay. Haben nichts in den Händen. Gut. Können wir hier ganz normal rausspazieren. So, was machen wir als nächstes? Blöde Dinger, ne? Ich darf keine Pistolen mitnehmen. Shit. Was ist hier los? Tür öffnen? Geht nicht. 217. Was ist denn 217? Wo soll denn hin? 216? 215? 204?
Hey, hey, Kollege. Hey, mach mir auch mal mein Zimmer sauber. Junge. Super. Ups. Was ist denn unser Zimmer nochmal? Unsere Zimmernummer. Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Also schon mal jetzt eine Entschuldigung. 212, 211. Was ist hier denn 220 von dem Typen? Was haben wir? Hä, was ist das denn? Hä? Wir haben einfach den Generalschlüssel mitgenommen. Ja, ist der blöd. Und jetzt? 206. Oh, da ist der Typ. Stecken wir mal weg. 202, ah. What do you want? Can I see Mr. Wolf? Not without an appointment. Okay, some other time then. Okay, wir haben keinen Termin. Das heißt, wir kommen jetzt da hoch. Hoch, sag ich schon rein. Wenn wir hier den Generalschlüssel fest, können wir irgendwie. Wir haben auch keine Waffen, ey. Bringt uns auch irgendwie nichts. Ah, die Tür geht auf. Ah, kann man vom Balkon vielleicht rüberspringen. Aber wir haben keine Waffen, Leute. Ah, das ist blöd. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes erstmal machen. Die Bombe suchen wir erstmal mal. Müssen wir mal merken, wo der Typ hier ist. Wo war das denn? Hier ist okay. Ja, gut, okay. Habe ich mir gemerkt. Hier kommen wir eh nicht hoch, ey. Nur auf dem Kreis rum, stimmt. Das war nicht so schlau von mir. Wir müssen auf jeden Fall dann den anderen Weg gehen. Da ist auch ein Staubsauger vergessen worden. So. Also wir müssen auf jeden Fall. Ah, hier ist ein Fahrstuhl. Tada! So, wir sind wahrscheinlich auf der ersten. Wir fahren mal auf die zweite. Hallo? Zweite? Ach, wir sind auf der zweiten. Ah, okay, dann fahren wir in die dritte. Stimmt, die erste war das ja nicht. Die erste war ja der Eingangsbereich. Obwohl das eigentlich Erdgeschoss ist, ne? Wenn man es so sieht. Guten Tag. Mann, die alle, überall was, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Kein Plan, ey. Wo müssen wir hin? Das, ne, da müssen wir nicht hin, das Treppenhaus. So, was sollen wir hier gerade rausgehen? Da ist der Typ vom Bad. Ist hier. Hier ist nix. Okay, nur ein paar Zimmer. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier sind wir wieder. Hier war der Fahrstuhl. Was ist hier los? What the fuck? Plan, wo wir hin müssen. Jetzt sind wir wieder hier. Da kommen die Türen auf, Mann, ey. Toll, hier ist eine Sackgasse. Aber was für eine bescheuerte Gegend hier. Toll, wir können hier gar nichts machen, ey. Das ist ja voll bescheuert. Komm, komm, komm. So, was ist denn hier für ein Ding los? Okay, das ist der Florist. How can I help you, sir? I was wondering if you have something for me. No, I'm sorry. I don't think so. Schade, der hat auch keine Waffe für uns. Das ist natürlich traurig. Bitte, ist hier? Oh, Kaminzimmer. Schön. Wo laufe ich überhaupt hin? Hier ist eine Bar. Cool. Den kann ich mich nicht unterhalten. Mit dem hab ich, oder? Auch nicht. Was ist denn hier für ein Raum, ey? In die Türen will ich lieber nicht reingehen. Das gibt bestimmt voll Stress. Florist, ja klar. Ja, toll. Und jetzt, Leute. Schön, schön, schön. Sollen wir hierher gehen? Und nicht den Fahrstuhl benutzen? Ach, das ist doch hier der blöde Weg, ey, Mann. Da bin ich schon total verwirrt, ey. So ein Scheiße.
Gehen wir mal hier runter. Speisesaal oder sowas ähnliches. Ja, sieht so aus. Was ist hier drin? Ah, das sieht nach Küche aus. Okay. Ja, hier ist ein Messer. Kann ich das jetzt nehmen? Verstecken? Ah, wir sind wieder hier. Okay. Ich versuche mal ganz hoch zu. Wir waren gerade auf dem zweiten. Okay, ganz hoch ist ja auch nicht so hoch. Meine Güte, wo sind wir hier überhaupt? Oh, das Ding hat zum Glück nicht gepiepst. What the fuck? Echt? Oh, was ist denn hier los? Was? Hallo? Hallo. I have an appointment with Herr Fuchs. Is he in? I'm afraid not. Right now he is in the thermal bath. Hallenbad? Da waren wir doch gerade. Das ist der Typ gewesen, oder was? Der hat ja ein Schnurrbart bekommen. Können wir hier raus irgendwie? Das sah irgendwie komisch aus mit dem Fenster. Versuchen wir mal hinzugehen. Da ist doch irgendwas schief faul, Leute. Da ist doch ein Fenster auf, oder nicht? Hey, tatsächlich. Krass. Schnell rein da. Oh, da ist jemand. Fuck. Müssen wir uns mal reinschleichen. Psst. Alter, ist der blöd, ey. Macht da das Ding da noch scharf quasi, ey. Das war nicht so schlau, ey. So, Kleidung nehmen, wegziehen. Gut, das ist ein Igel nehmen. Sollen wir den nehmen, wirklich? Ist aber nicht so gut. So, das gleiche müssen wir nicht mehr. Was sind das für blöde Enten, ey, die da irgendwo rumlaufen, ey. So, Tür öffnen. Oh, der merkt nix. Hehehe. X-Ray, das müsste Strahlengerät. Wir kriegen das Ding auf. Einfach öffnen aus. Naja. Okay. Das sieht nach einer Bombe aus. What the fuck? Das kann er nicht so jetzt rumtragen. Gibt's, haben wir keinen Koffer oder sowas? Das kann doch nicht. Der kann doch schlecht das Ding jetzt hier rumtragen, oder? Hey, Alarm! Alarm! Oh fuck. Hey, Alarm! Alarm! Fuck. Das wollte ich eigentlich nicht. Shit, ey. Haben wir keinen Koffer für das blöde Ding, ey? Oh Mann. Die ist abgehauen. Schön. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich gesucht, bis zum geht nicht mehr. Können wir das Ding nicht irgendwie. Ja, können wir nicht. Können wir nichts machen, ey. Ich brauch doch mal einen Koffer oder sowas ähnliches. Tote Wache gefunden. Ich habe nicht mal eine Wache irgendwie angerührt. Voller Quatsch. Gun, gun. Wie kommt der denn da rein, Leute? Hey, Alarm, Alarm. Och, das ist doch scheiße. Gun. Hey, Alarm, Alarm. Ich versuche hier abzuhauen, ne? Die können natürlich nicht töten, die Polizisten. Gun. Fuck you, ey. Komm, 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 komm. Ach, shit. Also dürften die uns jetzt nicht gesehen haben. Ey, Mann, sehen wir scheiße aus, ey. Gibt's doch nicht. Toll. Franz Fuchs, ich dachte, das ist der Typ. Check ich nicht. Oh, wir haben die Bombe. Haben wir irgendwo fallen lassen. Geil. Ja, ich glaube, ich mach das nochmal neu. Bis zu diesem Zeitpunkt hier. Also, oh, guck euch das an. Geil, bis gleich. So, wo ihr euch ausgeruht habt, habe ich mir nochmal eine neue Kleidung besorgt. Sehe ich nicht gut aus. Schauen wir nochmal. Guck mal, wie sexy.
Ja, ich glaube, wir müssen hier anfangen, weil ich habe hier irgendwo nirgendwo einen Koffer gesehen. Deswegen versuchen wir jetzt mal hier anzufangen. Und dann... Ja, komm, geh rein, ey. Hör auf zu rauchen. Und dann versuchen wir einfach mit der Klavierseite zu handeln. Boah, wie lange raucht der denn da? So. Ah, er springt jetzt darüber, okay. Oder klettert, springt, klettert, springt und klettert. Beides. So, jetzt schleichen wir los. Steht zum Glück mit dem Rücken zu uns. So. Ah, oh, dass er immer das machen muss vorher, ne? Das hört man doch, ey. Das verstehe ich nicht, warum der das macht. So, ziehen wir den mal ein bisschen. Hier hin. So, die Pistole nehmen wir auf jeden Fall. Direkt in der Hand, am besten. So. Schleichen brauchen wir nicht mehr. Was sind da für eine Nachricht? Was ist das für ein Schlüssel? Fuchs. Hotelschlüssel Fuchs. Ja. Franz. Die Frucht zu teilen interessiert mich einen Dreck. Ich will fähige Leute, die meinen Befehlen gehorchen. Meine Drogen halten mich fit und ich glaube, sie sichern mir meinen Platz an der Spitze. Erspare mich. Erspare mir das Gefasel des alten Mannes. Wenn du Probleme hast, eine ruhige Hand zu behalten, kann ich dir gerne etwas von meinem weißen Wunderelixier schicken. Drogen, Leute. Finger weg von den Drogen. Es hält mich ruhig wie ein Fels in der Brandung und macht mich scharf wie eine Rasierklinge. Ohne mein Pulver hätten mich diese verdammten Eingeborenen schon längst zum Teufel gejagt. Pablo. Okay, der Pablo, den haben wir erledigt. Von daher interessiert uns nicht. So, steck das Ding weg. Hol die Pistole raus und los geht's. Wo ist der Typ? Bestimmt am Duschen oder am Kacken oder was weiß ich was. Tatsächlich, der duscht ja doch daher. Don't do this. Oh, da kommt jetzt einer oder was? Lapp nach. Oh shit, ey. Toll, wir haben nicht so viel Munition. Ach, das ist doch scheiße, Leute. Wir haben keine Munition mehr oder was? Ist doch blöd. Jetzt hängen wir hier fest. Messer haben wir auch keins. Schön. Haben wir nicht irgendwo hier einen Revolver gehabt? Der ist der Evil, da ist er doch. Und hä? Was macht der denn jetzt? Wie blöd ist der denn bitte? Na? Klavierseite. So, packen wir den jetzt mal. Bitte nicht stören, Schild raushängen. Können wir das nicht? Shit, können wir nicht. Okay, die Tür ist zu. Hä? Hä, das ist ja der Koffer. Oh, ich geh kaputt, ey. Können wir jetzt hier durch vielleicht? Mit Koffer? Mit Koffer? Ja, mit Koffer, geil. Na, ey, hätte ich das gewusst. Gut, das ist der Igel. Schmeißen wir besser weg. Die macht uns, glaube ich, nur Probleme. Weil... den kannst du mitnehmen. So, haben nichts mehr in der Hand. Alter, was will der von mir? Warum Alarm? Was für Alarm hier heute? Scheiße, bin den falschen Weg gelaufen. Ach, fickt euch, ey. Ach, guckt euch das mal an, ey. Ach, das ist Betrug, ey. Ich fühle mich richtig betrogen, ey. Naja, ich muss gleich nochmal eine Aufnahme machen. Aber es ist eigentlich bescheuert sowas. Guckt euch das an, ey. Mann. So ein Schwachsinn, wirklich. Ich habe diesmal, was habe ich gemacht? Den Typen habe ich erwürgt, dann habe ich den hier erwürgt, reingezogen und dann den erschossen. Und dann gibt es hier so ein Nicht-Stören-Schild raushängen. Das habe ich aber irgendwie hier innen jetzt angehangen. Ich hoffe, das klappt jetzt trotzdem. Joa. Jetzt haben wir den Koffer, ja. Jetzt können wir eigentlich nach oben laufen und die Bombe holen. Und dann weg hier. Hoffen wir mal, dass es jetzt diesmal alles klappt und ich nicht nochmal irgendwie eine Folge drehen muss. Der sucht bestimmt seinen Schlüssel. Deswegen fegt er nur noch den Boden. Beziehungsweise staubsaugt den. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Wir können ja hier durchgehen, oder? Ist ja nur ein Metallkoffer. Oder was auch immer. Ist ja nur ein blöder Koffer. Was soll er schon großartig machen?
So, wie kommen wir denn jetzt da hoch? Wir fahren mal in die dritte Etage. So, jetzt hier rein. Wo ist denn die eine Tür da? Wo ist die blöde Tür? Ach, hier ist sie nicht. Verdammt. Jetzt müssen wir die blöde Tür noch finden. Wo ist sie denn? Manometer. Dentist. Da müssen wir hin. Das ist richtig. Ah, hier durch. Gut, dann hier rüber. Ich hoffe, dass wir jetzt diesmal nicht irgendwie von irgendwem angefallen werden und... Ja, ihr wisst ja schon, ne? So, jetzt. Leise. Psst. Wow, krass. Hält er den Koffer noch in der Hand, so. Wie unlogisch. So, dann nehmen wir den mal... Ziehen wir den mal weg. Wache, eine tote Wache gefunden. Das ist doch so unlogisch, Leute. Was ist das für ein Quatsch, ey? Verstehe ich nicht, diesen Blödsinn, ne? Diesmal hat er uns nicht bemerkt. So, öffnen. Ah, jetzt packt er die Bombe da rein. Alles klar. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig. So, jetzt können wir hier abhauen. Komm, 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 komm. So, weg hier, ey. Was für Wache? Ich habe keine einzige Wache angefasst, außer diese einen komischen Typen da. Oh. Ich glaube, die machen mir nichts, oder? We have a situation. Fuck. Weg hier. Weg hier. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Verdammt. Ich laufe einfach. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Shit, shit, shit. Wo bin ich hier überhaupt? Da ist der Ausgang, Alter. Lauf, lauf, lauf. Lauf, guck die Treppen schneller runter, Alter. Lauf, lauf. Weg hier, weg hier. Boah. Heftig. Halb geschossen wie Käse, aber. Boah, guck mal, wie viele Polizisten da hinkommen. Alter Verwalter, wie viele waren das? 10, 20? To be French. I think his nose is very much like mine. A handsome devil. That could be so, Franz. His genetic is derived from the DNA of everyone here. All of our strengths. None of our weaknesses. Gut, haben wir es geschafft irgendwie, aber ich verstehe nicht, warum die uns immer noch erkannt haben, ne? Spesen, $1000. Können wir mit leben, wir haben keine Polizisten was ermordet. Aber das war so knapp am Ende. Heftig. Ey, Mann, ey. Wann ist das Spiel zu Ende, ey? Das macht mich fertig.